Ja, willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Im letzten Part haben wir Wellenreiter Marinos besiegt und noch davor einen Linkkampf mit Galaxy Miner gemacht. Richtig, genau. Und nun sind wir halt hier rein theoretisch durch in Weideburg. Ich meine, ich kann hier spaßeshalber nochmal gucken. Ich meine, der Pool der Pokémon, die hier häufiger auftauchen, der soll sich ja ändern. Also können wir auch hier nochmal kurz durchs Fernglas gucken. Ja, möchtest du? Ja, gucken wir doch einfach mal durch hier, ne? Und ja, Azurill, dann gibt's hier Meryl und Bjornskora und Venusfliebes und ja, Bifas. Das ist so der Pool, der hier heute im Großmoor abhängt. Aber nur so kurz mal bei. Ja, just for information. But ja, wir gehen hier nicht rein, wir gehen jetzt natürlich weiter. Vielleicht, ja, ein andermal wieder, ne? Genau, mit dem haben wir ja schon gesprochen gehabt. Mein Team habe ich zwischenzeitlich schon mal geheilt gehabt wieder, das auf Floater. Ah, Floater kommt auch wieder nach vorne. Das Item auch wieder nach vorne. Und dann können wir ja jetzt auch wirklich Richtung Schleiede gehen, ne? Also machen wir das doch. Ui, so, okay. Ja. Oh, puh, von Schleide bis hierher war es ein ganz schön weit. Ich fühle mich richtig ausgepowert. Ja, wir laufen andersrum. Also, unsere Reise beginnt jetzt erst. Läufst du am Strand durch den Sand, hinterlässt du Fußspuren. Pokémon haben daran genauso viel Freude wie Menschen. Aha. Ja, okay. Apropos, uns läuft ja auch gerade gar kein Teammitglied hinterher. Warum denn nicht? Ach komm, weißt du das? Dann lassen wir einfach mal Floater hinterherlaufen, weil warum denn nicht? Hallo Floater! Es geht! Ja, Floater starrt mich an. Fremdlich oder was? Oh, weiß ich nicht. Okay. Und dann haben wir hier, ja, zwei Gauwebeeren. Ja, okay. Dann haben wir hier Fragierbeeren. Okay. Ja, ich hätte auch zuerst die anderen nehmen können, aber irgendwie, nö. Nö, 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 nö. Also nochmal Fragebeeren, davon haben wir also vier Stück bekommen. Und das sind Japa-Beeren. Japa-Beeren, hallo Japa-Beeren. Ja, großartig. So, und hier, ja, ja, Richtung Weideburg halt, ne? Okay. Lass mich raten, ist da was? Nichts, alles klar. Wer bist du? Oben auf dem großen Cliff ist irgendetwas. Das sagt mir mein Instinkt, aber wie ich darauf kommen soll, sagt er mir leider nicht. Ja, das ist schon doof, ne? Hier ist dann noch ein Item. Dieser Feld sieht aus, als könnte er mir ja bla bla genau zertrümmert werden. Komm, Bidiza, wildes Bidiza, komm her und zertrümmere den Fels und gib mir das Item hier. Aeroas, das ist ja schon mal was. Genau, apropos, man kann ja auch sowieso mal die Situation mal ausnutzen und doch mal zu schauen, was wir hier für Attacken haben. Ich sortiere es mal nach Alphabet, dann sieht man auch gleich mal, was für Attacken wir haben. Weil wir haben hier Auflockern, wir haben ja Aeroass, aber ich möchte bestenfalls Attacken haben, die natürlich speziell sind. Und vielleicht eine Flugattacke, die speziell ist. Lücker ist auch eben direkt Stahlflügel. Wäre erlernbar. Aber unser Problem ist halt wirklich, dass Rave halt ein spezieller Angreifer ist. Und ja, also ich meine, Auflockern, das ist eine Flugattacke, aber was macht die denn? Hebt Attacken wie Reflektor auf, okay. Ja gut, so häufig verwendet man keinen Reflektor. Also gut, ab und zu machen es manche Trainer, aber so häufig passiert das nicht. Und dann habe ich dann auch das Gefühl, dass dann eher die, die Trainer machen und nicht irgendwelche Special-Leutchen. Kraftschub und dann haben wir Kugelsaat, Lake. Lake ist eine spezielle Attacke. Genau, hebt. Man hat das Ziel die Hälfte oder weniger seiner maximalen KP, trifft die Attacke mit doppelter Kraft. Also statt 65 wären es dann schon 130. Auf was? Und Pflücker, Stärke 60. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich so viele Flugattacken, welche
Aber weiß ich nicht. Also erstmal momentan nicht. Also nichts, was ich erstmal jetzt Rolf hier beibringen möchte. Und dann haben wir stattdessen erstmal hier die junge Dame hier, ne? Ich werde dir zeigen, wie Erwachsene kämpfen. Okay. Dann zeig mal her, wie Erwachsene kämpfen. Cindy. Charmian hast du, okay. Dann leg mal los, du. Uiuiui, dann machen wir dich hier fertig mit Hyokom, mit der Wasserdüse. Einmal schwuppdiwupp und durch. Oder auch nicht. Wasserdüse ist auch relativ schwach. Da haben wir schon mal Aeroas einmal. Charmian kann es also erlernen. Und ja, sehr schön ausgezeichnet. Okay, und damit haben wir auch dich besiegt, Cindy. Zu solchen Tricks greifst du? Ha! Tricks? Was für ein Trick? Erklär mir das mal. Ich greife einfach an. Hier ist dann auch noch was. Nur ein Honigbaum oder ist da mehr? Nee, wirklich nur ein Honigbaum. Doch, hinter uns ist noch was. Nein. Flota klammert sich an mich. Alles klar, Flota. Ne, komm, geh mal hier beiseite. Da ist er doch. Der Aufwecker. Wunderbar. So, dann hat sich das doch schon mal gelohnt. Dann haben wir hier ein Gebäudchen. Das Haus von Dr. Schritttritt. Fußabdrücke sagen alles. Dann schau doch mal, was du hier so hast. Dr. Schritttritt. Wenn ich die Fußspuren eines Pokémon sehe, kann ich sofort erkennen, was es gerade denkt. Oh, glaubst du mir etwa nicht? Nun, lass dein Bojolin doch mal vor mir herlaufen. Anhand seiner Fußspuren werde ich ermitteln, was es von dir hält. Einige wilde Pokémon haben kein gutes Bild von uns, die wir an der Seite von uns mit... Was? Einige wilde Pokémon haben kein gutes Bild von uns, die wir an der Seite von Menschen reisen. Sie werfen uns vor, wir hätten unsere wilde Natur vergessen. Aber das stimmt nicht. Sie haben nur noch keinen Trainer getroffen, der ihnen ein so guter Freund ist wie Retromir. Das geht im Kopf von Bojolin vor. Aha. Also Bojolin ist sehr froh, an unserer Seite zu sein. Also Floater. Und da freue ich mich doch sehr. Lass mich raten, du willst mit ihm und mit mir kämpfen. Dich meide ich. Angler, ich habe jetzt ein Carpator-Trauma. Ist dann halt so. Aber dann nehme ich halt dich mit, kleines Mädchen. Ja, ich kann auch kämpfen. Ja, dann kämpf doch mal. Kämpf doch mal, ne? Kämpf doch mal. Was hast du denn hier, Larissa? Na? Ein Bidifass. Wisst ihr was? Wir haben auch eins. Jetzt gerade im Pokémon-Hort. Hatte ich das hier hinterlassen, genau. Und dann machen wir einfach mal hier ein Biss. Biss, ja. Ich weiß gar nicht. Wenn wir immer noch mal sehen, wenn wir noch mal nach Trost zugehen, dann werden wir ja sehen, dass das Ganze, ob das Ganze funktioniert. Und dann macht er noch mal eine Aquaknarre. Das ist ja großartig. Und, ja, komm. Mit der Wasserdüse haben wir dich dann auch gleich. Einfach so, tschüssi, adios, und wir sind fertig, so nach dem Motto. Okay. Kein Level up. Hat der eigentlich jetzt gar nicht gesagt? Der Marinus hat uns kein Level weitergelassen, ne? Also, getauschte Pokémon gelevelt. Kann es sein, dass Rafe einfach wirklich... Oh man. Wenn ich gerade so darüber nachdenke, das ist ja doof. Ein Purpurstück, das ist ja schön. Und... Das ist das Hotel Prachtsee. Eine andere Welt am See der Kühnheit. Haben wir hier noch irgendwas hinter? Er versteckt sich vor Schau hinter mir, alles klar. Ganz ruhig stehe ich hier vor dem endlos weiten Meer und schaue dem Treiben zu. Ein Schnösel wie mir sagt die Küste einfach mehr zu als das kühle Nass. Ja, okay. Musst du ja selber wissen, was dir am meisten zusagt. Wirklich nichts? Nein, oh, komm, ich will das groß haben.
Hier ist nichts, alles klar. Dann auch wieder weg mit dir. Weg mit dir. Rein da. Ja, dann sind wir ja schon an der Rezeption. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, an dem ein edler Ritter auf seinem Pokémon hergaloppiert und mich für die Flitterwochen hierher entführt. Du bist doch schon da, da braucht ihr nicht mehr entführen. Willkommen, möchten Sie hier übernachten? Oh, es tut mir außerordentlich leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber wir sind komplett ausgebucht. Sie dürfen sich hier jedoch gerne für eine Weile ausruhen. Ist aber nett, dass du mich heilst. Ist aber sehr nett von dir. Okay. Ja, genau. Hier ist doch irgendwas wirklich auch in der Nähe. Irgendwas war hier doch. Aber ich sehe noch nichts. Jetzt schlägt es auch gar nicht mehr aus. Da unten irgendwo ganz. Aha, ein Hotelschlüssel. Interessant. Oh, weg mit dir. Okay. Dann ist hier vielleicht noch irgendwas. Nö. Einfach nur dekorativ. Dann können wir auch mal hier in die Häuser reingehen. Jetzt, wo wir auch einen Hotelschlüssel haben. Sieh mir in die Augen. Ich werde die Zukunft darin lesen. Eine magische Begegnung steht bevor. Aber ich kann nicht erkennen, ob sich das auf ein Pokémon oder einen Trainer bezieht. Ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Oh, wir sind reisende Straßenkünstler. Und wir sind und haben uns jetzt kennengelernt. Und da, wo wir uns jetzt kennengelernt haben, kannst du die hier haben. Die TM92? Okay. Bizarro-Rom ist eine verrückte Attacke, mit der die Zeit verzerrt wird. Setzt ein Pokémon sie ein, können langsamere Pokémon für eine Weile zuerst angreifen. Es liegt an jedem Trainer, selbst herauszufinden, wie man eine bizarre Attacke zu seinem Vorteil nutzen kann. Ich bin eine einfache Seele und lasse meine Gitarre für mich sprechen. Meine Musik und meine Pokémon sind alles, was ich brauche. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Ja, sehr was. Ich fühle sich wohl. Okay. Dann haben wir hier das nächste Gebäude. Oh, du bist also auch auf Reisen. Es ist schön, die Welt zu sehen, nicht wahr? Kennst du den Mondberg in der Kanto-Region? Dort tanzen Pipi im Mondlicht. Eines Tages muss ich mir das mit eigenen Augen ansehen. Ja, der Mondberg in Kanto. Da war ich schon mal gewesen. Vor vielen Jahren. Also eigentlich zuletzt im Let's Go-Abenteuer. Ja, da unten ist noch ein Gebäude, da komme ich nicht hin. Das ist Kraxler für benötigt. Aber, okay. Ja, jetzt haben wir noch ein Fläschchen AP Plus. Das kann unsere gesamten AP erhöhen. Bojelin! Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du stark, so stark wie ein waschechter Champ geworden bist, okay? Vergiss mich bis dahin bitte nicht. Okay, netter Herr. Und dann? Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als am Meer. Denn das Meerwasser schmeckt so salzig wie die Tränen, die ich am Ende eines anstrengenden Arbeitstages vergieße. Deine Arbeit so schlimm? Gute Dame, das ist doch gar nicht so. Es gibt doch Schlimmeres als die Arbeit. Es gibt doch wirklich Schlimmeres. Oh man, hier sind zwei Personen. Machen wir einen leeren Abfall-Eimer. Ja, Gengar! Gengar! Ja, Gengar. Ich will nicht nochmal mit dir reden. Okay, nein! Nein! So. Mit dir? Hey, ich bin der Projektleiter und zugleich ein riesen Fan von Gengar. Gegen andere Trainer zu kämpfen ist ziemlich aufregend, findest du es nicht? Festige das Band zwischen dir und deinem Pokémon, um dich immer stärkeren Gegnern stellen zu können. Okay. Ciao, ich bin der Projektleiter und du arbeitest daran, einen Pokédex zu vervollständigen, habe ich recht? Es ist schon klasse, dass du so viele verschiedene Pokémon auf deiner Reise treffen wirst. Komm doch bitte wieder, wenn du
deine Einträge mit vielen Einträgen gefüllt hast. Ist klar. Anton, Anton, Anton. Also, komm wieder. Anton, Anton, ja. Ja, Projektleiter. Projektleiter. Das heißt, sie sind hier im Gebäude vom Game Freak. Das repräsentante Gebäude von Game Freak, welches es immer und immer wieder gibt. So, Restaurant 7 Sterne. Das Zuhause des guten Geschmacks. Okay. Haben wir noch irgendwie ein Item hier liegen? Nein, ich will. Geht das immer nicht, noch nicht auf dem Schirm. Aber hier sieht das ganz schön leer aus. Alles klar. Dann gehen wir doch mal da rein. Oha. Oha. Lass uns als Test mal diese Getränke hier aufnehmen. Wie? Du lädst uns ausgerechnet jetzt einen Kampf ein? Ein Kampf? Jetzt? Na gut, dann machen wir doch einen Kampf. Ein Doppelkampf. Mit Rico und... Jutta. Rico und Jutta. Ah, sie hat einen Kramburg. Er hat einen Luxio. Wir haben... Luxtra und ein Bojalin. So, und der Bedroher wirkt. Luxio hat auch Bedroher. Okay. Das ist dann soweit in Ordnung. Dann werden wir doch euch beide mal hier. Hier werde ich mal mit einer Wasserdüse auf dich gehen. Und dich werde ich einfach mal hier so mit einem Funkensprung auseinandernehmen, Krambox. Unsere Flinkklaue wirkt. Und ja. Trotzdem ist unsere Wasserdüse schneller. Level 21. Also, ja, die Level sind immer noch sehr gering hier bei den Trainern. Bormaret Level 31. Stell sie auch Level 31. Und jetzt setzt der Funkensprung auf uns ein. War zu erwarten, war zu erwarten. Okay, das heißt, dann machen wir auch hier nochmal die Wasserdüse drauf und hier in dem Fall kommen. Einfach mal bis. Und trotzdem ist unsere Wasserdüse halt schneller und macht Luxio einfach fertig. Yeah! Gut. Ja, es liegt fehl, logischerweise. Und es kommt noch ein Pikachu. Elektrisch unterwegs, der junge Mann. Gut, ja. Dann machen wir auch hier nochmal eine Wasserdüse und hier den Biss. Weil das Pikachu könnte Statik haben. Wird schon schief gehen. Einmal hat das geklappt. Zweite Mal auch. Vielleicht hat es auch keine Statik. Ich weiß es nicht. Und Floater erreicht auch Level 30. Tja. Sie hätte damit rechnen sollen. Das ist aber schön, dass sie dem. Aber sie hat es nicht getan. Oh Mann, jetzt sind unsere Getränke lauwarm. Das ist ärgerlich. Wollen jetzt alle hier kämpfen, oder? Nein. Also ich möchte jetzt wirklich tatsächlich nicht mit jedem Einzelnen hier kämpfen, weil mir sonst zu viel, ganz ehrlich. Ja, in unserem Restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche Speisen. Der werte Gast kann auch an Kämpfen teilnehmen. Bon Appetit! Ja, genau, richtig. Und deswegen, auch die wird wahrscheinlich kämpfen. Und ich glaube, die kann man auch öfter herausfordern. Ich glaube, daily. Ich weiß es nicht. Aber gut, gehen wir erstmal weiter. Erstmal, guck mal hier. Hallo? Guck mal, hier kommen wir nämlich mal gar nicht lang. Hier ist nämlich noch gesperrt. Stopp, 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 stopp. Ja, dich meine ich. In Sonderweg ist, dass sich am Ende dieser Straße befindet, hat es eine Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben, aber die Straße bleibt vorerst gesperrt. Richtig, wir kommen da nicht lang. Was mache ich denn jetzt nur? Ich habe meinen Hotelschlüssel irgendwo verloren. Oh, das ist ja der Schlüssel zu meinem Hotelzimmer. Du hast ihn für mich gefunden. Das ist aber süß von dir. Dankeschön. Warum ist das denn süß? Okay, wenn du meinst. Gehen wir aber mal hinterher. Ne? Gehen wir aber mal hinterher. Und. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe ein kleines Dankeschön für dich. Ein Lava-Keks. Ein Lava-Keks.
Wenn ich auf einen Spaziergang die Landschaft genieße, gehe ich manchmal etwas zu unachtsam mit meinem Zimmerschlüssel um. Schon ein bisschen doof, sollte man schon ein bisschen aufpassen. Besonders auch, ist teuer, wenn man den verliert. Aber gut. Okay, nehmen wir mal hier dieses eine Item mit. Den Rest kriegen wir vorerst nicht. Und die Badge bringen wir auch nochmal an. Na, den See schützen. Es ist gut zu wissen, dass es auf der Welt noch solche bewundernswerten Menschen gibt. Ich glaube, der Mann hieß Cyrus. Und so wurde aufgetragen, niemanden in die Nähe des Sees zu lassen. Wieso? Genaueres weiß ich nicht, aber es soll dazu dienen, den See zu schützen. Alles klar. Okay. Ja, das war unser heutiger Part. Kühnheitsufer. Und weiter geht's im nächsten Part. Also, bis dahin und ciao!